Der Federsee? Woher dieser Name? Dafür muss man in die Luft. Dann sieht man, die Form gleicht anscheinend der einer Feder. Aber woher unsere Vorfahren das wussten? Gar nicht. Denn das Wort Feder kommt von den Kelten und bedeutet Moor. Was hat die Menschen damals geritten, ausgerechnet am und im Wasser zu bauen? Praktisch war es nicht. Ständig feuchte Füße und regelmäßig Überschwemmungen. Trotzdem, der Mensch bleibt und baut die zerstörten Häuser immer wieder neu auf. Wer am Wasser wohnt und im Wasser wohnt, hat natürlich Hochwasserprobleme. Das musste man erst mal beherrschen lernen. Und mit relativ leichten Bauwerken konnte man hier natürlich dann schon auch stabil gründen. Ein Stummfilm aus den 1920er Jahren. So stellt man sich damals das Leben in der Jungsteinzeit vor. Aus Nomaden werden sesshafte Ackerbauern. Eine faszinierende Zeitenwende. Durch das Leben in Häusern wird vieles leichter. Die Frauen können mehr Kinder bekommen. Der Ackerbau garantiert genug Nahrung. Das Gebiet am Federsee, inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe, ist noch lange nicht restlos erforscht. Das Team um den Archäologen Helmut Schlicht-Herle gräbt nach Dörfern, die noch unter der Erde liegen. Der dunkle Moorsee konserviert hervorragend. Komplette Haushaltsgarnituren, eine mysteriöse Totenmaske, Werkzeuge aus dem Alltag der Steinzeitmenschen, die ältesten Räder nördlich der Alpen, und sogar über 5000 Jahre alte Himbeersamen. Und dies ist eine Grundschulklasse aus Alleshausen. Mit der Flachsbäuerin Regina Lutz betreiben sie seit Jahren jungsteinzeitlichen Flachsanbau. Daraus wird steinzeitliche Mode. Und sie hat sich noch einen Traum erfüllt. Frisch gepresstes Leinöl, wie aus der Steinzeit. Toll, gell? Die Kinder haben das dieses Jahr ganz alleine gemacht. Also das war sehr erstaunlich. Es sind noch mehr Kinder hinzugekommen und haben gefragt, wann endlich gesät wird. Die Archäologen haben erst neulich den Beweis erbracht, schon vor rund 5000 Jahren haben sich die Menschen in Oberschwaben auf den Anbau von Lein spezialisiert. Der Flachsanbau in der Jungsteinzeit, der war natürlich wahrscheinlich von ganz großer Bedeutung. Und natürlich, bis sie den Samen hatten hier in Alleshausen, das war eine saisonal genutzte Siedlung. Und das war natürlich was ganz Besonderes für die Menschen damals. Dass sie schon damit umgehen konnten, das schon allein finde ich ganz großartig. Die Kehrseite ist, mit den Häusern haben die Menschen das erste Mal Besitz. Eigentum, das ihnen genommen werden kann. Mehrere alte Sagen berichten davon. Zentrum der Erzählungen ist immer wieder eine versunkene Stadt im Federsee. Der Autor der Sage, vermutlich ein Mönch, denn er schreibt den Menschen von damals schon christliche Werte auf den Leib. Gute Menschen werden nichtsahnend von bösen Feinden blutrünstig abgeschlachtet. So schreibt er. Gröhlend feiern die ihren Sieg. Im Schlaf aber versinken sie im See, zusammen mit der geheimnisvollen Stadt. Die Menschen am Wasser hatten mindestens zwei Feinde: fremde Sippen und das Wasser selbst. In unserem Fall ist die Sage ja tröstlich. Die
Die Feinde haben ihnen zwar die Lebensgrundlagen geraubt, wurden aber dafür von der Natur bestraft. Tatsächlich gibt es eine Stadt, die mit der Sage gemeint sein könnte. Die versunkene Wasserburg Buchau aus der Bronzezeit, die als wehrhafte Siedlung gilt. Davon ist auch Hans Reinhardt fasziniert, ein Archäologe und eifriger Nazi. Er tauft die Sage Atlantis und lässt die versunkene Wasserburg nachbauen. Das heutige Pfahlbautenmuseum in Unteruldingen am Bodensee. Zertrümmerte Kinderschädel, gefunden am Federsee. Ein Opfer, um von Hochwasser verschont zu bleiben? Die einen sagen, das waren die Opfer an die Götter. Das muss aber nicht der Fall gewesen sein. Es könnte sich zum Beispiel auch um eine Bestrafung zur Abschreckung, dann die Exposition dieser Kinderschädel, die wahrscheinlich irgendwo im Zaun bei den Siedlungseingängen aufgesteckt waren. Das Leben am Wasser, Fluch und Segen zugleich. Die Oberschwaben haben durchgehalten, 4000 Jahre. Ein zäher Menschenschlag. Bis heute. Lust auf mehr Sagen? Bei uns im Internet unter swr.de sagenhafter Südwesten.